7 und nee, andersrum, 75 Stunden, aber ich habe nur 48 gebraucht. Okay. Ah, okay, ich sollte mal heilen. Okay, das. Nee, ist cool zu wissen, dass man auf dem Gelände. Aber ich wollte nicht spoilern, jetzt habe ich es versehentlich getan. Nee, nee, also. Es tut mir leid. Du hast ja jetzt nichts Storylastiges gespoilert. Außerdem, ganz ehrlich, solange es nichts Dramatisches in der Story ist, wobei ich mir das bei 13.3er schwer vorstellen kann, kannst du spoilern, mal, bis wir beim 13.3er sind, ist innerhalb der Ewigkeit vergangen. Nee, das Problem ist, zumindest bei mir ist es das letzte Jahr und dann, ja, ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt bis zu September diesen Let's Play zu Ende kriegen. Also, Ara. Jo. I mean DMC, I keep forgetting that word. Ja, nur so für die Community. Ara ist mein zweiter Standardspitzname. DMC-Fan ist der Spitzname für zum Internet. Okay, anyways. Ja. Ich sag so oder so, wir sind nicht alle aus der Welt und wir können uns jederzeit immer wieder treffen. Ja, schon, heißt. Aber so für große Let's Plays bleibt uns halt wenig Zeit. Das stimmt nicht. Wochenends gibt es auch immer Zeit. Und ich glaube, gibt mir da recht. Ich meine, du selbst bist ja auch nicht lange hier. Ich meine, Deutschland. Ja, aber ich besuchen komme ich euch ja irgendwann trotzdem. Also, können wir einen Let's Play Marathon machen? Ey, das wäre geil. Das ist eine krasse Idee. Ja, aber dann muss das ein kleines Spiel sein. Nee, ich hatte den Marathon mit Final Fantasy X vor und zwar gegen King Age und Final Cap. Ja, aber jetzt klappt es ja nicht, weil. Okay, hast du das gerade gesehen? Der hat sein verdammtes, wie heißt es nochmal, gewechselt. Ja, ja. Und dann waren alle... Sein Lebensbalken wieder voll. Nein, nicht und, das. Und seine Dinger wieder weg. Ja, ja, die Zustandsveränderung. Ja. Sein Schockzustand. Ja, das hat mich gerade voll aufgeregt. Und Manipulator funktioniert bei dem irgendwie nicht, habe ich gerade... Doch, das kommt nur drauf an, wie oft der wechselt. Alter, ich habe noch Dreck in meiner Hosentasche. Okay, ich werde nicht fragen, wo es herkommt. 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 Ich werde nicht, aber jetzt habe ich schon gefragt, wo es herkommt. Scheiße. Ich würde heilen, wenn ich du wäre. Ja, habe ich jetzt auch vor. Naja, weil die erste Unterrichtsstunde, die wir hatten, vor allem, weil wir in so einem geilen, kleinen, behinderten Raum sind. Seid ihr jetzt die ganzen 2 Wochen da? Ja, 2 bis 3 sogar. Ein Quadratmeter für 20 Leute, so muss man sich das vorstellen. Quadratmeter? Für 20 Leute. Bist du bescheuert? So muss man sich das vorstellen. Leute! Und das erste, was wir hatten, war auf der Gartenterrasse, auf der Dachterrasse Gartenarbeit. Garten? Was für eine Gartenarbeit? Ja, Blumen einpflanzen, neue Erde, alte Erde raus, neue Erde. Nein, stopp, was für eine Schule machst denn du? Wirtschaftsschule. Ja, wieso machst du da aber? Ja, weil unser Bio-, Chemie- und Physiklehrer der gleiche ist. Und der ist der zuständige Lehrer für den Garten. Und statt uns in der Hitze und in der kleinen Bude da zu verbrennen lassen wie Juden in der Feuerhütte. Also, jetzt wird's rassistisch. Ich mach doch nur Fun. Auf jeden Fall. Alle Juden haben's gerade nicht. Alle, das ist doch nicht schlimmer, du Volltrottel. Das mit dem Volltrottel würde ich sogar noch glauben. Ist dafür gehoben, wird man nicht loben. Nein, auf jeden Fall. SpongeBob! Okay, Leute. Jetzt gibt's Niveau, wir sinken. Niveau, wir sinken. Nee, Titanic ist schon. Auf jeden Fall! Ja, erzähl noch weiter, Mann. Bitte lauter! Nicht lauter, sondern erzähl weiter. Laber jetzt! Haben wir alles schön eingepflanzt, schön gemacht und dann am Ende des Tages hat man gesehen, dass der Trottel unserer Klasse vergessen hat, seine Arbeit zu machen, wobei er die ganze Zeit gesagt hat, ja, habe ich schon gemacht. Ja, also was war die Arbeit? Der hat noch einen ganzen Stapel voller Blumen, die er einpflanzen sollte. Und das hätte eigentlich in den 12 Stunden erledigt werden sollen. Au. Und jetzt? Good question, do you have haste? Was? Jetzt bitte auf Deutsch. Hast. Okay. Kennst du Hast noch von Final Fantasy? Natürlich, ja klar. Verschnellert komplette Reaktion. Perfekt, der Hurensohn. Ich schwöre. Genau, jetzt irgendwas wegen Waffen wollte ich sagen. Nicht Eminem, irgendwas wegen Waffen.
Okay, ich werde nicht nachfragen. Genau, du hast ja wegen Paradigmen gelabert. Nicht Paradigmen, wegen den Abilities gelabert. Ich? Ja, genau, wegen den Abilities, dass du da wieder mehr lernst und so. Genau, war bei Final Fantasy X. Genau, und da hatte ich irgendwas im Kopf, aber das war. Nee, das Gespräch, ich weiß nicht, ob wir es schon mal aufgenommen haben. Doch, das war ganz am Anfang. Ich habe gefragt, ob ich habe gesagt, dass ich mir wahrscheinlich die Lösungsbücher zu 10 und 10.2 mitbestelle. Zu 10.2 brauche ich auf jeden Fall. Weil ich. Ich frage Final Kevin, weil sein erstes Final Fantasy war 10.2. Was eigentlich aber sehr, sehr schlecht ist. Nein, halt was? Ich finde es gar nicht so schlecht, die Lösungsbücher Bücher. Mitzubestellen, weil wenn man es platinieren will, ist es die echte Hilfe. Hast du das goldene Lösungsbuch für Final Fantasy 7 gesehen? Nein. 250 Euro, Alter. So ein Teil, Alter. Nee, ich hab ein Standardlösungsbuch für... I'm missing the commanders. Damn it, ich habe keine zwei Brecher. Ich habe das komplett vergessen. Ich hab das Standardlosungsbuch zu Final Fantasy 7 gesehen. Ja, das kostet nur bei eBay, nö. Das hat bei eBay damals, als ich es gesehen habe, über 300 Euro gekostet. Ja, dann war das Goldene, das kostet noch mehr. Super. Das Spiel damals 30 Euro, jetzt 250, 150. Warte mal, stopp. PS1-Spiele waren so billig? Ja. Ja. Yeah. Wow. D-Mark halt, nicht Euro. D-Mark. Ja, 30 D-Mark, das sind 60 Euro. Ja, heutzutage 60, 80 Euro, 160 D-Mark, was willst du? Au. Mami. Alter, das erinnert mich wieder an meine Sega-Zeit. Und Mega Man und Batman-Zeit, wann war das geil? Und Wolverine-Zeit, wann war das geil? Wolverine-Zeit, du hast X-Men gezockt? Nein, Wolverine, nicht X-Men, Wolverine. Ja, für Sega. Wolverine kommt ja aus X-Men. Nein, Wolverine selbst, nicht der von X-Men, sondern so. Wolverine war ja damals eigenständig. Aha. Der ist Mitschöpfer von X-Men. Ja. Okay. Genau. Und Batman, ey, war das geil. Batman auf Sega. Das war so geil. Ich glaube, das war das schlechteste Batman-Spiel überhaupt. Das war so göttlich. War das nicht das Spiel, wo Batman Waffen benutzt hat? Ich hoffe. Das weiß ich nicht mehr, aber es war so geil. Ich habe so viel Zeit damit verbracht. Und mein allererstes Game auf meiner allerersten Konsole, Sonic the Hedgehog auf Sega, Alter. Richtig. Ach, wir haben doch unser gemeinsames Projekt damals abgebrochen, wo... Crip erzählt hat, was seine... Könntest du auch mal angreifen, statt... Was seine... Ja, ich muss gucken, dass ich genug Zeit habe zum Angreifen. Ja, okay. Was seine... Mach mal einen Schnitt im Video kurz. Müssen wir nicht machen. Okay, hast du genug Platz? Ja, das nimmt sowieso sehr, sehr wenig Platz auf heutzutage. Also guck, siehst du, ich habe... Ja, das, wir können locker 3 Stunden aufnehmen, ohne dass der Platz vergeht. Nein, guck mal... Weißt du, warum ich meine zwei Verheerer und einen Brecher habe? Egal, versuch's trotzdem, scheiß drauf. Aber siehst du, wie gut das funktioniert im Moment? Ja, es geht. Im Moment. Also wenn du jeden auf Verheerer hättest, bräuchtest du maximum 4 Angriffe und der wäre voll. Ich sag, ja, aber mir geht's ja nicht darum, dass er voll ist. Ich brauche den Brecher dafür, dass wenn er jetzt... Nein, ich meine die Verheerer, um den Schock zustand zu kriegen und dann zu den Brecher zu wechseln, damit der den dann im Schock auf die Fresse haut. Ja, aber guck mal, ich weiß nicht, wie ich das da erklären soll. Dann mach's auf Englisch. Nee, auch auf Englisch, weiß ich gar nicht, wie ich es dir erklären soll. The reason why you... Heilen. Der Grund, warum du einen Brecher mit dem Verheerer brauchst, ist nicht nur... Usually they have launch, right? Yeah. I don't know, it's not working against this enemy because he doesn't... Menil's gonna die. Yeah. I know. Yeah, he can't be touched by that shit. He could at the beginning, but now he can't anymore. Ah, it depends on the form. Yeah.
I'm gonna shove my knee up your gut, that's the only way I'll say I need you. Alter, ich hab mir letztens wieder das Detroit Live Album reingezogen. Geilster Scheiß. Geilster Scheiß, Alter. Weißt du, warum ich Heiler eigentlich immer hier ganz unten habe? Hm. Damit ich hoch, hoch, hoch drücken kann und dann bin ich unten. Oder? Ja, ja, ich weiß. Ich auch. Hab mich voll dran gewöhnt. Ja. Habe ich dir eigentlich schon den Witz erzählt, den mir Simba per WhatsApp geschickt hat? Jetzt kommt. Hast du den nicht gekriegt? Was? Na, keine Ahnung. Unterhaltet sich so ein Kumpel mit einem anderen, hat er irgendwas gesagt, sagt der eine dann, ey, du bist voll dumm, Alter. Der so, was laberst du eigentlich? Der so, ja komm, mach mir Idiotentest. Der so, okay, okay. Wenn's sein muss, von mir aus. Sagt der eine dann so zu dem. Sag mir mal, wenn ich heilen muss, gell? Nur damit ich. Ja, du siehst zwei Lichter. Was könnte das sein? Der so, vielleicht ein Auto. Der so, ja, aber was für eins? BMW, Audi, Mercedes, Porsche. Der so, von wo soll ich das wissen? Der so, ja, du bist dumm, ich weiß. Der so, ja, komm, egal, nochmal. Der so, okay, du siehst ein Licht, was ist es? Der so, Motorrad. Der so, ja, aber was für eins? Von Yamaha oder so, gell? Der so, ja, von wo soll ich das wissen, gell? Der so, du bist dumm. Der so, okay, wenn ich so dumm bin, dann mache ich jetzt mit dir einen Idiotentest, okay? Okay. Okay. Was ist weiblich? Ist sehr knapp angezogen, hart beschminkt und steht nachts draußen rum. Das ist ja ganz einfach eine Nutte. Oh. Und der dann so, ja, aber welche? Deine Mutter, deine Schwester oder deine Tochter?
Okay, wir sind wieder back. Das war mitgenommen, weiß ich was. Ich habe diese eine Truhe da nicht bekommen, weil die haben mich einfach nicht hingehen lassen. Sollen wir hier einen Cut machen? Ja, machen wir hier einen Cut, oder? Okay, können wir machen, kein Ding. Und nur so, die Soundprobleme, das ist jetzt... Hoffentlich ist es nicht drin. Wir haben jetzt währenddessen Soundprobleme gekriegt. Ich hoffe, dass es bei uns nicht hängt, wenn ich es dann gewendet habe. Ich hoffe, alles läuft dann flüssig. Mhm. Er hat flüssig gesagt. Okay, alles klar, dann heißt es, bis zum nächsten Mal. DMC-Fan. Grab LB. Und DJ Michael X are out. Peace, YouTube.